Hi Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin inzwischen seit fast 12 Jahren vegan und ich wollte einmal darüber sprechen, warum ich immer noch vegan bin und wie ich es überhaupt geschafft habe, über einen so langen Zeitraum vegan zu bleiben. Ich glaube, ein wichtiger Grund ist es, dass ich vegan geworden bin, als ich relativ jung war. Ich war damals 15 und da ist man ja eh gerade in so einer Phase, wo man irgendwie seine Identität findet und sich Gedanken darüber macht, wofür man eigentlich steht im Leben und sowas. Zumindest war das bei mir so. Und dementsprechend habe ich damals echt so viel zu diesem Thema gelesen und hatte dann ja auch zahlreiche Diskussionen mit Leuten in der Schule, die das nicht so verstanden haben, warum ich jetzt zum Beispiel keinen Wackelpudding mehr essen will oder so. Und dadurch habe ich mir schon in relativ kurzer Zeit einen enormen Wissensschatz angelesen, was eigentlich die Argumente sind für Veganismus, was so Konterargumente sind, wie man die entkräften kann, wie man sich überhaupt gesund vegan ernährt. Das ist, glaube ich, ein richtig wichtiger Punkt. Also, dass man Vitamin B12 supplementieren muss, dass man auf bestimmte andere Nährstoffe achten soll, dass jetzt nur Pommes und Chips keine gesunde vegane Ernährung ist. Und ich glaube, dass das einfach ein glücklicher Zeitpunkt war, um vegan zu werden, weil ja, ich war in der Identitätsfindungsphase und ich hatte extrem viel Zeit, mich über dieses Thema zu informieren. Ein zweiter Faktor ist, dass mein soziales Umfeld damals sehr, sehr unterstützend war, also sowohl meine Freunde als auch meine Familie, also eigentlich meine Mama. Und die hatten da irgendwie nie was dagegen. Ich glaube, meine Mama dachte sich damals so, okay, das ist wahrscheinlich eh nur eine Phase, lass den mal machen. Inzwischen ist die auch vegan, was extrem hilft, weil ich jetzt nicht darüber diskutieren muss, warum ich bei meinem Geburtstag oder so kein Fleisch haben möchte, sondern das ist dann halt einfach normal für sie halt auch. Und da habe ich sehr, sehr viel Glück. Das hat ja wirklich nicht jeder, dass das soziale Umfeld da so unterstützend ist. Mein Mann hat damit ja auch überhaupt gar kein Problem. Er hat jetzt auch versucht, vegan zu leben, aber weil er IBS hat, war das halt sehr, sehr schwierig. Und jetzt isst er halt wieder Fleisch und Eier, also er ist allergisch gegen Milch. Das heißt, das fällt eh weg, aber er respektiert meine Überzeugung da auf jeden Fall total. Und wir kochen auch zusammen vegan und sowas. Also das ist alles überhaupt gar kein Problem. Und das ist halt nicht was, was jeder hat. Der dritte Grund ist, dass ich vegan geworden bin, als es noch quasi gar nichts im Supermarkt gab. Also man hatte halt zwei Sojamilchsorten, Natur und Vanille. Es gab keinen veganen Frischkäse. Wenn man veganen Frischkäse wollte, musste man ins Reformhaus gehen und sich den einzigen veganen Frischkäse kaufen. Zumindest glaube ich, dass es damals nur einen gab, den von Hayala. Und das war halt total anstrengend. Man konnte nicht mal eben so zu Burger King gehen und sich einen veganen Whopper holen. Das gab es halt einfach nicht. Und seitdem ist es einfach nur immer einfacher gewesen. Also, dass Koppenrad und Wiese irgendwann eine vegane Donauwelle haben würde, das war damals völlig undenkbar. Und heute wird man ja quasi überspült mit veganem Angebot im Supermarkt, sogar auf der Tankstelle. Überall gibt es irgendwas Veganes. Und dementsprechend habe ich jetzt über die Jahre hinweg irgendwie nur das Gefühl gehabt, dass es für mich immer, immer einfacher wird, vegan zu leben. Dass Veganismus da irgendwie ein Verzicht ist oder so, das habe ich vielleicht ganz am Anfang, war es ja wirklich so, weil es nichts gab. Aber inzwischen denke ich mir nur so, ja, ich glaube, die Leute heutzutage checken das gar nicht, dass es damals gar nichts gab. Und heute lebt man wirklich im Schlaraffenland. Also habe ich irgendwie schon seit Jahren, also ich habe nie das Gefühl, dass ich mich irgendwie einschränken muss. Echt überhaupt nicht. Und das hilft, weil ich glaube, wenn man mit so einem Gefühl die ganze Zeit durch die Gegend läuft, dass man so total gegen den Strom schwimmt und sich total einschränken muss, ja, dann kann ich halt schon nachvollziehen, dass das irgendwann einfach sehr, sehr ermüdend wirkt und dass man dann auch irgendwann vielleicht einfach aufgibt. Aber wie gesagt, das Gefühl habe ich halt einfach wirklich überhaupt nicht. Der vierte große Punkt ist, dass ich nie wirklich eine große gesundheitliche Krise hatte, nenne ich es jetzt mal. Das sieht man ja oft in diesen Ex-Vegan-Videos, dass das Leute sind, die irgendwie gesundheitliche Probleme hatten, die sie dann irgendwie nicht anders lösen konnten, als dass sie, ja, als dadurch, dass sie wieder tierische Produkte zu sich genommen haben. Und da wurde ich zum Glück bislang von verschont. Ich hoffe natürlich, dass das auch in Zukunft weiterhin so bleibt. Man weiß halt nie, was man macht, wenn man in so einer Situation ist, ist, dass man einfach sich so elendig fühlt und dass es einfach keinen Ausweg gibt und dass ja, das dann quasi die einzige Lösung ist, die man sieht. Von daher, ich glaube, da zählt halt sowohl irgendwie Willensstärke dazu, weil ich halt auch Veganer, Veganerinnen kenne, die chronisch erkrankt sind und die halt trotzdem weiterhin vegan essen, auch im Krankenhaus. Aber man weiß halt nie, was man in so einer Situation macht, ne? Es ist dann ja auch irgendwann nur menschlich, dass man
sich vielleicht denkt, so, ja, okay, sorry, Tiere, aber ich muss jetzt halt auch irgendwie überleben und ich kann diesen Schmerz nicht mehr ertragen. Sei es auch nur wegen des Placebo-Effektes, weil ich auch viele von diesen Videos manchmal ein bisschen komisch finde. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, dass ich da, auch weil ich jung bin und relativ, ja, ich habe halt einfach Glück, was soll ich sagen? Ich habe halt einfach Glück, dass ich nie in einer Situation war, wo ich dazu gezwungen war, irgendwie da wirklich drüber nachzudenken, ob ich noch vegan bleiben kann oder nicht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Der fünfte Grund ist, dass ich, ja, wie soll ich sagen, nicht so extrem an die Sache herangehe. Das hat man ja gerade in veganen Gruppen, also ich weiß nicht, ob das auf Facebook immer noch so ist, weil die Facebook-Gruppen damals waren zum Teil wirklich schrecklich, dass man irgendwie alles übertreiben kann. Ich weiß noch, dass mir damals auf YouTube irgendwann mal erzählt wurde, ist, dass ich nicht mehr vegan sei, weil ich ein Medikament gegen Akne genommen habe, was irgendwann mal im Tierversuch getestet worden ist. Aber dann denke ich mir nur so, literally jedes Medikament wurde irgendwann mal im Tierversuch getestet, also auch Aspirin und Paracetamol. Das wird dann ja heißen, dass man überhaupt gar keine Medikamente zu sich nehmen darf und das weiß ich nicht. Das fand ich halt immer schon irgendwie ein bisschen bescheuert. Das ist für mich auch nicht die Definition vom Veganismus. Wenn das einzige Medikament, das dir helfen kann, in der Gelatinekapsel daherkommt, dann ist das halt so. Dann du brauchst dieses Medikament für dein Überleben und dann du kannst nichts dafür, dass die medizinische Wissenschaft da noch nicht so weit ist oder noch nicht bereit ist, das nicht in einer Gelatinekapsel zur Verfügung zu stellen. Dann finde ich halt, ja, muss man das einfach machen. Was soll ich sagen? Also das war halt schon immer meine Meinung. Nennt mich nicht vegan dadurch, wenn ihr möchtet, aber ich finde das dann auch irgendwie ein bisschen übertrieben. Weil, wie gesagt, man kann halt alles so weit spinnen, dass man sich so extrem einschränken muss irgendwann, dass das Leben einfach keinen Spaß mehr macht. Also man kann ja auch so weit gehen und so sagen, ich kaufe jetzt nicht mehr bei normalen Supermärkten ein, weil man dann ja A, ein Großkonzern unterstützt und B, das meiste Personal, was da arbeitet, ja auch nicht vegan ist. Das heißt, indirekt zahlt man denen ja die Mortadella auf dem Butterbrot. Das finde ich aber, wie gesagt, irgendwie dann ein bisschen komisch und weiß ich nicht. Also dann müsste man ja eigentlich nur komplett alles alleine anbauen und woher bekommt man dann das Saatgut und weiß man denn, ob das die Blumenerde dann tatsächlich auch vegan ist? Wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie hatte ich da immer so eine Einstellung, dass man eine Balance finden muss zwischen es übertreiben und vielleicht doch nochmal einen extra Schritt gehen, um das Leben veganer und nachhaltiger zu gestalten. Und ich glaube, dass ich da über die Jahre für mich eine gute Balance gefunden habe. Weil ich glaube schon, dass man sich damals damit wirklich irgendwie, ja, verrückt machen kann. Der letzte Punkt ist einer, wo man sich drüber streiten kann. Ich habe versucht, dazu Forschung zu finden, aber es gibt dazu nicht so wirklich viel Forschung. Und das ist die Motivation, um vegan zu werden. Meine subjektive Meinung ist, dass wenn man aus ethischen Gründen vegan wird und nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, man tendenziell längerfristig vegan bleibt, denn man muss sich ja vorstellen, wenn man aus gesundheitlichen Gründen vegan wird und man dann irgendwann irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat, ist man dann vielleicht auch geneigt, dieses gesundheitliche Problem durch noch eine Ernährungsumstellung zu ändern. Zum Beispiel dadurch, dass man dann wieder Fisch isst oder sowas. Das ist genau diese Ex-Vegan-Story, die man relativ häufig auf YouTube sieht. Und ich glaube, dadurch, dass mein Grund, um vegan zu werden, ein ethischer war, könnte das dazu beigetragen haben, dass ich dann so einigen Verlockungen widerstehen konnte über die Jahre und dass das auch was ist, was mich vielleicht in Zukunft beim Veganismus halten kann. Aber wie gesagt, ich bin mir da nicht so sicher, ob das tatsächlich so stimmt. Das ist nur was, wo ich mich immer frage, ob das da eine Rolle spielt. Wenn ihr da irgendwelche Forschung zu wisst, würde mich das extrem interessieren, denn das hätte ja auch Implikationen dafür, wie man für den Veganismus wirbt. Auf YouTube zum Beispiel oder auch in Büchern. Ich glaube nämlich, dass man Veganismus jetzt nur primär über die Ernährungsschiene versucht, irgendwie unter die Leute zu bringen, dass das dann doch irgendwie nur eine andere Diät ist. Diäten funktionieren längerfristig meistens nicht und dass die Leute dann einfach irgendwann wieder abspringen. Aber das ist nur meine Meinung. So, das sind grob gesagt die Gründe, warum ich es geschafft habe, 12 Jahre lang vegan zu bleiben und nach wie vor vegan bin. Mich würde mal interessieren, ob das für euch auch genauso ist. Also habt ihr da andere Gründe, warum ihr nach wie vor vegan seid? Oder wenn ihr nicht vegan seid, warum noch nicht? Was hält euch davon ab? Das würde mich extrem interessieren. Lasst es mich in den Kommentaren wissen und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken für den Algorithmus Overlord, der sich ja relativ stark verändert hat in den letzten Jahren auf YouTube. Likes und Abos zählen so viel wie noch nie zuvor.
Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video. Okay, das ist jetzt der dritte Anlauf, dieses Video zu machen. Beim ersten Mal habe ich so oft gesagt, dass ich alles nochmal neu aufnehmen wollte. Beim zweiten Mal war die Sonne gerade fast am Untergehen und das Video war total schrecklich von der Auflösung her. Und jetzt der dritte Anlauf und jetzt muss es bitte klappen. Ich habe keine Lust mehr, noch eine Version dieses Videos aufzunehmen. Es gibt ja... Das war gerade ein Flugzeug, was gelandet ist. Wir sind in der Einflugschneise vom Flughafen Santa Monica.